Oh, jetzt wird's kompliziert. Das hier ist der neue BMW M4 CS. Und er ist ja im Grunde so eine Art Lückenfüller zwischen dem M4 mit Competition-Paket und dem ausgelaufenen M4 GTS. Das heißt, es gibt den normalen M4, 431 PS, den M4 mit Competition-Paket, 450 PS. Es gab den GTS mit 500 PS und jetzt gibt es den CS mit 460 PS. Aber nicht nur die Leistung hat sich geändert beim M4 CS. Auch im Innenraum hat sich einiges getan, und zwar in Sachen Leichtbau. Da sind zum einen die Tür-Innenverkleidungen, die vom M4 GTS übernommen sind und besonders leicht sein sollen. Zusätzlich gibt es Handschlaufen zum Zuziehen der Türen. Das finde ich ganz charmant und das erinnert auch so ein bisschen an ein anderes Track-Tool, nämlich an den 911 GT3 RS. Grundsätzlich soll eben dieser M4 CS auch dazu geeignet sein, mal auf die Rennstrecke zu gehen. Dafür verbaut BMW serienmäßig Competition-Sitze, die sich besonders dadurch auszeichnen, dass ein Leder-Alcantara-Mix verbaut ist. Apropos Alcantara, davon gibt es hier im Innenraum wirklich viel. Das Lenkrad ist mit dem Stoff bezogen, hier auf dem Armaturenbrett findet sich das und auch auf der Mittelkonsole, die auch ein bisschen leichter geworden ist. Das ist eine sogenannte Leichtbaumittelkonsole. Damit der Beifahrer auch weiß, wo er drin sitzt, hat er hier vorne auf dem Armaturenbrett nochmal ein CS-Logo. Und ansonsten gibt es noch einen wichtigen Punkt für Freunde des aktiven Fahrens. Es wird den M4 CS nur mit dem Doppelkupplungsgetriebe geben, also kein Handschalter. So, und woran erkennt man den M4 CS jetzt außen? Das ist ganz eindeutig einmal an der serienmäßigen Shadowline. Dann haben wir hier unten unter der Frontschürze diesen Carbon-Splitter und auch die Felgen im DTM-Design wird vorerst nur die CS-Version vom M4 haben. Die Keramik-Verbundbremse ist nicht Standard, die wird optional bleiben. Und wenn wir einmal ans Heck gehen, sehen wir hier natürlich auch die großen Felgen. Und ganz besonders wichtig ist, was auf den Felgen ist. Denn das hier ist ein Cup-2-Reifen, ein Pilot Sport Cup-2 von Michelin, der eben für besonders sportliche Fahrleistungen sorgen soll. Außerdem erwähnenswert sind die OLED-Rückleuchten, die wir auch schon aus dem M4 GTS kennen. Und ja, das hier, dieser kleine Bürzel hier hinten, die Carbon-Spoilerlippe, die für reichlich Abtrieb sorgen soll. Warum erzähle ich das? Warum erzähle ich Ihnen, woran Sie den M4 CS erkennen können? Ganz einfach, es wird in Deutschland nur 300 Exemplare von diesem Prachtstück geben. Das heißt, er wird ein relativ seltener Anblick bleiben, aber wenn Sie einen sehen, sollen Sie ihn ja auch erkennen. Ab August wird er im Handel sein. 116.900 Euro ist der Mindestpreis. Wir haben schon gehört, mit der anderen Bremsanlage wird dann wahrscheinlich eher noch was draufkommen. Tja, und plötzlich macht das alles Sinn mit dem M4 CS. So einfach kann das sein.